Hallo Zockerfreunde und weiter geht's in Skyrim, The Elder Scrolls 5. Und wir müssen ja noch, Moment, jetzt muss ich erstmal schauen. Wo ist es? Da unten. Da müssen wir hin. Das heißt, wir werden erstmal nach Rorikstadt die Schnellreise machen. Wir wollen ja immer noch bei der Hauptquest, bei einer Hauptquest weitermachen. Es gibt ja hier in dem Game 2 Hauptquests, wodurch das DLC, also ich habe ja alle DLCs, die hier drin, da gibt es ja, könnte man sagen, schon drei Hauptquests. Okay, aber eine davon machen wir jetzt erstmal fertig. Das heißt, wir müssen, Moment, nicht, dass ich hier, Moment, warum mache ich das jetzt dahin? Ich würde sagen, wir reiten hier rum, also da rechts rum und kommen dahin. Weil hier weiß ich nicht, ob wir dann, doch klar, weil hier sind ja die Berge, das heißt, wir kommen von da. Das heißt, wir gehen links dran vorbei, also da. Wollen wir schauen. Und aus irgendeinem Grund will mein Pferd jetzt nicht... Ah, jetzt. Jetzt will es rennen. Lass das. Ich habe Besseres zu tun. So. Also wir haben jetzt wieder ein ganzes Stück zu reiten. Ne, der verfolgt uns aber lange. Der Wolf. Egal. Den lassen wir jetzt hinter uns. So. Hallo. Hallo, Wanderer. Und wir müssen ja dann irgendwo dann rechts ab. Ist überhaupt Kate noch bei uns? Ich glaube nicht. Egal, wir machen trotzdem weiter. Kate können wir ja nachher noch rufen. So, ich will mal vorsichtshalber schauen. Ja, wir könnten eigentlich hier schon quer rüber. Machen wir auch. Das heißt, wir reiten jetzt hier quer rüber. Sofern wir da durchkommen. Ja, weit dürfte es nicht mehr sein. Ach, und da wurde ich ja gefragt. Moment mal. Wir sind schon da? Okay. Dann würde ich sagen, laufen wir mal so hinterher, ohne Pferd. Dann kämpft es sich leichter. Die wollen alle schon stürmen, hä? Oh, Kate doch da? Okay. So, das Tier machen wir mal weg hier. So. Und ich hab doch noch das hier. So, haben wir ein bisschen weggeblasen hier. Na komm. Ja, es dauert immer eine Weile, bis wir die Kraft wieder einsetzen können. Okay, Kate ist auf jeden Fall da. Ich sehe sie nur gerade nicht. Aber ist auch etwas ungünstig. Oh, hallo Kate. Ihr entkommt mir nicht. Looten. Oh. Weggerannt ist er. Ach, das war eine Tusse. Okay. Ja, sie kann auch sowas. Ja, und du wirst auch fallen. Hä? Wo ist denn der hin? Der ist jetzt vor meinen Augen verschwunden. Na gut. Der war schon tot. Ich hasse das, wenn sie verschwinden. Wo ist denn der? Mal hier hochgehen. Hallo Pferd. Ich nehme an, das steht hier oben drauf. Und schießt da irgendwo. Da. Da. Von wo schießt er? Fuß runter! Jawohl. Oh nein! Okay. Ich
wollte eigentlich so darüber hüpfen. Ihr gehört zu uns. Hä? Kaiserlicher Soldat? Wo? Ja. Der ist futsch. Aber wir nehmen alles mit. Wir nehmen alles mit. So, jetzt nochmal hier rauf. Und irgendwo hier. Da kann man nämlich rüber. So. Und wo ist noch mehr? Weil die schießen nämlich alle hier von oben. Das ist äußerst ungünstig. 0% verbleiben, das heißt, wir haben alle? Abgeschlossen, befreie Reach. Okay, dann haben wir das. Dann können wir auch hier runterhüpfen. So. So, jetzt muss ich zu Ulfrich Sturmmantel. Weil das hier ist ja erledigt. Aber ich will trotzdem noch ein bisschen hier drin mich umschauen in den Gemäuern. Und looten. Schauen wir uns das mal drinnen an. Da gibt es bestimmt noch großartige Schätze, wertvolles Zeug. Wie zum Beispiel diese Holzschüssel. Nein, war ein Scherz. Okay, schauen wir mal, ob es hier irgendwelche Truhen oder sowas gibt. Zu Ulfrich können wir immer noch gehen. Das Buch, das haben wir, glaube ich, schon. Egal, wir nehmen es mit. Ah, nein, da geht's ja raus. Das wollte ich ja gar nicht. Ich wollte eigentlich noch drin so ein bisschen mich umschauen. Wir wollen ja noch ein bisschen mitnehmen. Hier muss es nämlich irgendwo, da geht's weiter. So, dann schauen wir mal in die Truhe. Oh, die haben ja doch ordentlich Zeug, wie es aussieht. So, da ist noch eine Truhe. Ja, die haben recht ordentlich Zeug gesammelt. Moment mal. Habe ich doch richtig gesehen. So, dann hier ist noch ein Buch. Das nehmen wir mit. Ja. Okay, das nehmen wir auch. So, das auch, das auch. Dass die hier alles so rumliegen lassen. Unglaublich. Oh, das Buch hatten wir noch nicht. Gut, jetzt haben wir's. Ah, sowas brauchen wir. Den Hammer nehmen wir auch mit. Hier, das nehmen wir auch mit. Gib mal beiseite hier. So, hier ist nichts mehr. Echt, war das schon alles? Geht's hier irgendwo zur Seite noch raus? Nee. Geht sonst nirgends hin. Naja, gut. Da würde ich sagen, machen wir uns mal raus und schauen wir mal, ob wir hier irgendwo anders noch weiter können. Hier war doch irgendwo eine Tür da. Aber da gibt es bestimmt noch mehr. Weil hier sind ja überall solche Gebäude. Das ist nur ein Stein. Nur ein Stein. Okay, das war es leer. Das. Karotten. Was haben wir hier? Nein. Aber irgendwo muss da noch mehr geben. Vielleicht in dem Turm da? Schauen wir mal. Kommen wir da irgendwie rein? Von hier nicht. Da geht's noch rein, aber ich will erstmal hier bei dem Turm schauen. Da. Genau. Schauen wir in den Turm. Ich meine, hier muss da irgendwo eine Schatztruhe versteckt sein. Das nehmen wir auch mit. So. Was auch immer das ist. Da haben wir noch ein paar Erze. Die haben hier Erze geschürft. Das heißt, hier könnten noch mehr Erze sein. Denke ich mal. Töpfe wollen wir nicht. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir auch mit. Roten Apfel. Ist das eine Tür, die man aufmacht? Nein, da geht man wieder raus. Okay, ich gehe erstmal nach oben in den Turm. Ah, Truhe. Nehmen wir alles mit. Okay, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit, weil da haben wir ja festgestellt, dass wir das bei unserer Ritterburg verkaufen können. Oh, eine Puppe. Okay, nehmen wir mit.
Nein, 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 nein. Den Quatsch wollen wir nicht. Gehen wir erstmal nach oben. Gehen wir erstmal nach oben. Hier muss es doch irgendwo Schätze geben. Warum gucke ich eigentlich rein? Da stand doch leer. Okay, nochmal roter Apfel. Dann schauen wir mal hier. Was, grüner Apfel? Okay. Hui. Oh, Geld. Geld ist immer gut. So, dann schauen wir hier mal weiter. Da geht's wieder raus, ne? Ja. Da geht's wieder raus. Da kommen wir oben raus irgendwo. Wollen wir aber nicht. Okay, hier geht's ganz nach oben. Was ist das denn? Okay. Ah. So, nehmen wir mit. So, aber da oben will ich jetzt nicht raus. Weil ich denke, da wird nichts sein. So, mitnehmen. Mal gucken, was wir dann alles bei unserer Ritterburg sozusagen verkaufen können. Aber jetzt will ich erstmal hier ordentlich looten. Okay. Ne, hier geht's ganz normal wieder raus. Ach, hier sind wir oben beim Turm? Hä? Ach, das ist der andere Turm. Der Kerker. Okay. Dann schauen wir mal hier. Was es hier gibt. Eine Axt. So. Eine Säge. Nehmen wir sie mit. Und? Nichts drin. Ach so, stand hier auch leer. Ich bin ja blöd. Machen wir das mal auf. Dann können wir unsere Schlossknackfähigkeiten verbessern, auch wenn es nicht viel Sinn macht mit der Mod, die wir drin haben. Aber schauen will ich hier trotzdem. So, nee, hier ist eigentlich nichts. Hier wird auch weiter nichts sein. Nee, da brauchen wir nicht alle aufmachen. So, hier ist nichts weiter. Gehen wir nach unten. Und schauen uns hier um. Weil Kerker und so. Oh! Oh, was ist das denn? Schubst mich ja nicht runter. Das ist, oder sollte ich doch mal runtergehen? Ich riskier's. Ich riskier's. So, also den hat man hier wohl runtergeschmissen. Und da ist ein Buch. Okay, Taschendiebstahl verbessert. Kerkerschlüssel, aha. Da haben wir einen Kerkerschlüssel. Der wurde wohl hier runtergeschmissen. Ja, der wird sich wahrscheinlich die Knochen gebrochen haben. Und hat das dann nicht überlebt. Wo kommst du denn her? Aber das ist ja mal interessant hier. Krass. Okay, da kommen wir wieder raus. Hm. Okay. Wo immer wir jetzt hier auch sind. Wir wollen jetzt erstmal zurück nach Dingensbummens, ne? Zu Ulfric. Der war doch da oben irgendwo, ne? Ne, da. Da wollen wir hin. Das heißt, Palast der Könige. Da machen wir uns jetzt hin. Und Quatsch mit Ulfric. Wir haben ja schon wieder ein bisschen was getan. Dann gibt es bestimmt wieder Belohnungen. Ich liebe Belohnungen. Okay, also Ulfric, gib mir die Kohle. Missachtet das Gesetz und ihr missachtet mich. Hast du was gesagt? Ich hoffe nicht. Gut, gehen wir rein. Alles in Ordnung? Ja, doch. Ach, das war die Wache. Okay, wo ist Ulfric? 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 Hi. Der wird wahrscheinlich am Pennen sein. Den machen wir jetzt wach. Ist mir egal. Der muss jetzt aufstehen. Ulfric! Schatzi, bist du zu Hause? Nein. Also, das ist bestimmt kein Schatzi. Hallo. Nun, da das Kaiserreich aus Reach vertrieben worden ist,
können wir der skrupellosen Ausbeutung seiner Silberminen Einhalt gebieten. Dieses Silber gehört Himmelsrand. Gut. Zahllose Feinde wurden von einer Lawine des Schmerzes und der Vergeltung aus eurer Hand erfasst. Ich nenne euch jetzt Eishammer. Eishammer. Ihr zeigt große Leidenschaft für den Kampf und Mitgefühl für die wir kämpfen. Ihr werdet für unsere Sache allmählich unverzichtbar. Wir tun das, was wir tun, aus Liebe zu unseren Brüdern und Schwestern. Hier, nehmt dies als Zeichen erwiderter Liebe. Okay. Und was ihr jetzt? Ihr werdet in Hjalmarsch gebraucht. Es gibt viel zu tun. Alter Schwede, der schickt mich aber auch hin und her. Möge Talos über euch wachen. Hi. Das muss man sich mal vorstellen. Eine ganze Stadt in die Luft gejagt. Verdammte Akademie. Okay. Du hast eine komische Kapuze. Jetzt müssen wir schon wieder zum nächsten. Wann haben wir da Dinge denn endlich durch? Gibt's ja wohl nicht. Da wieder raus. Unglaublich. Oh, wo müssen wir denn hin? Halt, Moment. Das zeigt in diese Richtung, doch, ist, ach nee, das ist das Haupttor. Jetzt muss ich ja mal gucken. Da müssen wir hin. Da oben. Das heißt, wir könnten hier hin. Schnellreise. Ja, ich weiß, ich überziehe schon wieder, aber das bisschen, das machen wir jetzt noch. Also diesen einen zumindest noch. Ne? Den will ich noch machen, dass wir ein bisschen voran hier kommen. Weil jedes Mal nur einen zu machen da, ne, ist ein bisschen blöd. So, ja genau, du nimm dir auch ein Pferdchen. Und dann muss ich mal schauen. Ich muss mich drehen um 180 Grad. Da lang müssen wir. Gut, dann ein bisschen schneller. Hier durchreiten. Okay, wir sind da. Packen wir unser Pferd hier. Ich kann es kaum erwarten, noch so einen Kaiserlichen zu töten. Ja. Das später. Kaiserreich würde uns genauso versklaven, wie die Talmor das Kaiserreich versklavt haben. Ja, melde mich zum Dienst. Ihr müsst dem kaiserlichen Legat in Mortal gefälschte Befehle überbringen. Auch noch. Aber zuerst müssen wir an Befehle der Kaiserlichen kommen, damit wir die Fälschung herstellen können. In den Tavernen von Drachenbrügge und Rorikstadt machen oft kaiserliche Boten Halt. Versucht einen der Gastwirte zu überreden, euch zu helfen. Okay. Egal wie ihr es anstellt, besorgt mir diese Dokumente. Machen wir. Was sagt ihr? Ja, ist genau so gut wie erledigt. Kriegen Viel wir Glück hin. Da draußen. Gut, das heißt, wir müssen wieder weiter, ne? Da haben wir unsere Hotel geparkt. Und dann, Moment. Müssen wir mal schauen. Wo muss man hin? Das zeigt es gerade nicht. Ach so. Wir sollten das vielleicht auch mal aktivieren, dann können wir das auch sehen. Okay. Gut, dahin. Da müssen wir hin. Das heißt, wir machen eine Schnellreise hier hoch. Ja, wir machen eine Schnellreise da hoch. Und dann ganz fix dahin. Und diese Dokumente besorgen. So, nein. Nein, das läuft aber komisch. Gerade. Ließ sich gerade nicht gut steuern. Ne, zwei Markierungen? Da ist eine. Und wo ist die andere? Es war doch beides in dieser Richtung. Da. Rorikstadt. Wir machen uns erstmal nach Drachenbrügge. Wir machen uns erstmal nach Drachenbrügge. Okay. Gut. Wir nehmen die Abkürzung. Wahrscheinlich werden wir hier irgendwo abstürzen. Nein, keine Zeit für dich. Keine Zeit für dich. Ich will nach Drachenbrügge. So.
Da haben wir Drachenbrücke. Gut. Moment mal. Ist der noch hinter uns her? Drache. Echt jetzt? Den holen wir uns. Den holen wir uns. Da brauchen wir aber einen Bogen. Da brauchen wir einen Bogen. Und wo ist denn mein guter da? So. Wo ist der Drache? Der Bär ist uninteressant. Da war doch ein Drache. Egal. Egal. Den kriegen wir jetzt sowieso nicht. So, und wir müssen da rein. Gut, machen wir uns da rein. Zu den vier Schilden. Okay. Gut. Und hier muss irgendwo... Achso, wir müssen ja mit dem Wirt sprechen, ne? Ich heiße Feigler, ich betreibe die Taverne. Habt ihr kaiserliche Kuriere gesehen? Meine Kunden schätzen ihre Privatsphäre. Sein Leben ist in Gefahr. Ich würde Gold geben. Sein Leben ist in Gefahr. Gold ja, gebe ich sicher. Dir nicht. Mich führt ihr nicht hinters Licht. Okay. Gut, dann fangen wir nochmal an. Vielleicht meine ja doch mit Geld. Meine Kunden schätzen ihre Privatsphäre. Ja, das ist schön. Nun, wenn ihr darauf besteht. Er war gerade noch hier. Wenn ihr euch beeilt, erwischt ihr ihn noch. Gut. Wartet einfach hier. Er wird bald wieder zurück sein. Nein, wir warten nicht. Wir warten also nicht. Also gut. Wir ziehen los. Wir ziehen los mit ganz großen Schritten. Und der Ernie fasst der Heidi von hinten auf die Schulter. Okay, wir müssen da runter. Mal Gas geben hier. So schnell wie können. Okay. Da ist, nein, das sah nur so aus, als wäre da was. Aber wir sollten nicht weit müssen, eigentlich. So, hier ist, oh, Moment. Moment, bleib mal stehen. Alter, der ist aber flott. Ich hätte auf dem Pferd bleiben sollen. Ey, bleib doch mal stehen. So kriege ich dich ja gar nicht. So, jetzt. Ja. Du nicht. Ne? Wir wollen nämlich was haben von dir. Genau. So. Das Ding hätten wir. Und dann müssen wir dahin zurück. Das heißt, ruf mal bitte mein Pferd. Hi, Sausages. Ja, Pferd. Hörst du? Pferd. So, Hotte, Hü und so und reiten, ne? Warte mal. Moment mal. Könnt ihr mir, genau. Yes. Ruf mal mein Pferd. Dankeschön. Weil sonst hätte ich nämlich den ganzen Weg zurücklaufen müssen. Das wäre äußerst ungünstig gewesen. So, und wir wollen in diese Richtung. Das heißt, Moment mal. Das können wir vielleicht ein bisschen abkürzen, indem wir Schnellreise machen. Sonst dauert mir das nämlich alles viel zu lange. Wir wollen ja auch irgendwann ankommen. Haben wir aber schnell erledigt, ne? Macht nichts. Hauptsache, wir kommen dahin, wo wir hinwollen. So, absteigen. Ja, dein Pferd hast du jetzt umsonst gerufen. So. Hallo, wir sind wieder da. Gute Arbeit. Lasst mich mal sehen. Was ist eure Geschichte? Sie wissen besser über unsere Pläne Bescheid, als ich dachte. Ja. Das gefällt mir gar nicht. Oh, was ist das denn? Festung Schneefalke fordert Verstärkung an. Wir werden sicherstellen, dass sie keine bekommt. Einen Augenblick, ich muss erst noch ein paar Korrekturen an diesem Bericht vornehmen. Hier, bitte. Sorgt dafür, dass diese gefälschten Dokumente den Legaten in Moortal erreichen. Das sollte sie in die Irre führen und uns einen Vorteil verschaffen. Okay, du hast die Hände die ganze Zeit auf dem
Tisch liegen. Aber du hast Dokumente gefälscht. Okay. Okay. Gut. Wo ist mein Hotü? Wo hab ich denn das jetzt stehen gelassen? Das da kann ich ja leider nicht nehmen. Da ist mein Pferd. So. Haben wir es denn weit? Man muss hier hin, dahin. Nein, weit haben wir es nicht. Da können wir eigentlich das Stück nach Mortal können wir eigentlich reiten. So. So weit ist das ja nicht. Dann machen wir uns hier runter. Jetzt hätte mein Pferd gerade wieder Aua gekriegt. Das wollen wir hier nicht. So. Ja, das sollte eigentlich recht gut gehen hier. Allzu weit dürfte es nicht sein. Dann entdecken wir auch wieder einen neuen Ort. Nämlich Mortal. Das ist. Da müssen wir übrigens auch noch hin. Da haben wir ja auch noch Quests später. Das ist gar nicht mal so verkehrt, dass wir das schon entdecken. So. Erstmal schauen. Wo müssen wir da hin? Alles voller Schnee. Ist aber schweinekalt hier. Da. Was wird der Jarl dagegen tun? Gar nichts. Sollen wir uns in unseren eigenen vier Wänden noch sicher fühlen? Ihr seid anders, nicht wahr? Ja, bitte, wir sind anders. Reicht. Und wir wollen da rein. Wir haben auch schon bemerkt, die Dorfbewohner haben da offensichtlich ein paar Probleme. Bitte bekommt von Uri keinen falschen Eindruck. Er ist nicht von Sinnen, wirklich nicht. Ja, wenn du wenn das sagst. Wenn ihr etwas mit dem Jarl zu besprechen habt. Nein, haben wir nicht. Erst mit mir sprechen. Bleibt auf. Haltet die Augen offen. Ich habe ein wichtiges Dokument für euch, Sir. Tatsächlich? Und habt ihr unterwegs eure Uniform verloren, Soldat? Ich habe das hier abgelegt. Was? Ich hab's für das hier abgelegt. Ist es leichter, sich dem Feind vorbeizuschleichen, ne? Gute Idee. Ich danke euch, Soldat. Lasst uns einen Blick auf diese Dokumente werfen. Ich warte noch auf Neuigkeiten über Verstärkung für die Festung. Jo. Gut, sie ist unterwegs. Und wir haben Informationen über feindliche Truppenbewegungen. Hervorragend. All die Sturmmantelkundschafter machen das Reisen gefährlich. Schön, dass ihr es heil wieder hierher geschafft habt. Jo. Warum genehmigt ihr euch nicht einen Schluck im Moorblick, bevor ihr euch auf den Rückweg macht? Ich habe Wichtigeres zu tun. Das können wir nicht klauen. Hier dürfen wir auch nicht klauen. Das ist, kriegen wir Ärger. Also wir dürfen hier nichts mitnehmen. Gut, egal. Wir wollen hier wieder raus. Dann müssen wir mal schauen, wo wir hin müssen. So. Ja, war ja nicht weit. Obwohl, komm. Komm. Machen wir ganz fix hier. Zack. Darüber. Ne? Wenn es nicht so lange lädt, wie wir gelaufen wären, ist alles im grünen Bereich. Aber so langsam glaube ich da nicht mehr dran, dass es grün ist. Okay. Es ist dunkelgrün. Okay, haben wir erledigt. Ulfric hatte recht, was euch angeht. Ich bin froh, dass ihr bei uns seid. Jo. Ja, bitte neue Befehle machen wir beim nächsten Mal. Draußen auf euch auf. Genau, machen wir beim nächsten Mal und dann werden wir erfahren, wie viele Aufgaben wir hier noch machen müssen und so, ne? Und ich hoffe, dass wir das bald hinter uns haben. Mal schauen, vielleicht finde ich ja auch noch eine angemessene Mod. Und ihr dürft natürlich auch Mods vorschlagen, vorzugsweise mit Link. Dass ich da direkt schauen kann, wo was ist. Das nehmen wir mit hier. Ne? Dir geht's nicht so gut, ne? Ja, man hört's. Ja, genau. Okay, das darf ich nicht mitnehmen. Okay, ich sage bis zum nächsten Mal. Und tschüss.